Schön ist's, wenn man am Regentag mit trockenem Fuß zu gehen vermag. Doch leider tut hier jeder Schuh ganz eindeutig Versagen tu. Denn das kann, anders als die meisten, nur der Gummistiefel leisten. Wobei der Fall an Reiz gewinnt, wenn es der Stiefel Zweie sind. So sah es auch der Bauer Bolte, der in den Kuhstall gehen wollte. Doch kaum geht's aus dem trockenen Haus, da sieht die Sache feucht schon aus. Denn an Boltes linkem Bein ein frischer Wasserquell bricht rein. Was nicht in Boltes Sinne ist und ihn entsprechend sehr verdrießt. Nun denkt er sich, wie war das noch? Wie flickt man so ein Gummiloch? Zunächst nimmt man das erste Beste, vom Kaugummi noch ein paar Reste, die im Mundraum unverdaut mit Ausdauer schon weich gekaut. Den Gummi klebt der Bauer schnell im Stiefel auf die offene Stell und hofft das Beste nun für sich. Doch richtig nett am Fuß wird's nicht, denn hurtig löst sich zapp zarapp der Gummi just vom Gummi ab. Da ärgert sich der Bolte, weil er das so nicht wollte. Also kommt sie her, die gute, altgediente Aldi-Tute, die jenen perforalen Stiefel gut von außen nun einen Tüten tut. Jedoch auch dieser Plan schlägt fehl, denn als der Bauer weiter will, da bleibt die tolle Tüte eben in einem Haufen Scheiße kleben und bringt Bolte in einem Stück all die Sorgen schon zurück. Da ärgert sich der Bolte, weil er das so nicht wollte. Es reicht. Der Bauer greift zu einem Gerät, das in seiner Garage steht. Er ist so sehr in Nöten und will den Gummi löten. Er dringt mit heißem Kolben rein, tief in den feuchten Gummi ein und schmilzt ihn an der Stelle, wo das Loch klafft in der Pelle. Der Plan gelingt, das Loch wird kleiner, da freut sich aber Bolte einer. Den Gummiflicken raufgepatscht und mit dem Löter festgematscht. Zufrieden ist der Bolte, das war es, was er wollte. Nur übersieht im Glücksgemüt er, dass der Löter weiter glüht. Und plötzlich fällt er und sein Funke entzündet rätselhafte Tunke, die dort seit Wochen unbeacht herumsteht, puff, und schon entfacht. Garage brennt, tatütata, die Feuerwehr ist auch bald da. Und Stunden später sitzt der Bauer vorm Trümmerhaufen voller Trauer. Da hält ein Auto vor dem Haus und seine Frau steigt draus heraus. Entsetzt von dem Garagenbrand drückt sie ihm stumm was in die Hand. Zwei Gummistiefel, neu und rot, bei Aldi heut im Angebot. Da weint der Bauer Bolte, das war's nicht, was er wollte.